Mobs töten und die Border wird größer. Willkommen zur Folge 2. Deswegen auch Mobkill und Border plus 2. Was steht heute an? Naja, hier müssen Tiere rein. Die müssen ganz schnell sehr viel mehr werden. Und du kannst das Video liken und den Kanal kostenlos abonnieren. Und da ich die letzte Folge vergessen habe, ist jetzt der Link zum Livestream unten in der Videobeschreibung. Entschuldigung. Erstmal was snacken hier, ne? Oh, herrlich. Könntet ihr mal ein paar Eier rausballern? Ich wäre euch echt dankbar, ne? Hallo? Bleibst du gefälligst da unten? Ist da jetzt ein Ei? Ja, man muss denen nur Angst machen, ne? Dann klappt das. Man muss denen nur Angst machen. Hier. Toll. Gut, dass ich hier unten höre, ob die da oben Eier rausballern oder nicht, weil dann kann ich immer hochlaufen und gucken. Ich hab doch Eier gehört. Nur eins? Ey, runter hier. Runter. Du bleibst mal schön hier drin, mein Freund. Und boom. Och Mann, ich will mehr Hühner. Oh, mehr Bäume. Das heißt mehr Kohle. Das heißt mehr Fackeln. Das heißt, juhu. Das müssen wir gerade mal gucken. Hier. Und noch ein Block. Ne? Das heißt, das und das. Das hier ist dann der Boden von unseren Tierstellen. Also hier. Gut, da haben wir definitiv nicht gebuddelt. Das ist okay. Dann kann ich hier unten nämlich schön ausheben. Dann machen wir hier ein Lager rein. Und auch eine automatische, ich sammle Eiermaschine. Oder wir bauen eine Mob-Farm. Das würde auch gehen. Die müsste aber ganz weit da oben sein. Was wir auch noch klären müssen ist, was ist eigentlich unser Ziel? Und ich wäre nicht für den Enderdrachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so als Ziel sehen wollen würdet. Ein Ei. Komm schon. Och nö. Das ist wirklich Mobbing. Aber wir haben Kohle gefunden. Das ist auch gut. Das ist wirklich gut. Juhu, zwei Eier. Nein? Ja! Ein viertes Huhn! Yes! Ein Traum wird wahr! Es ist unfassbar, wie langsam das Weizen wächst. Wenn wir bedenken, dass mittlerweile ein Huhn schon erwachsen geworden ist. Aber jetzt müssen wir hier oben mal gucken. So viel Holz haben wir noch gar nicht, ne? Ich wollte nämlich mal gucken, wie wir hier quasi unser Haus weitermachen und ins Lager kommen. Aber machen wir uns doch mal an die Monsterfarm. Dafür müssen wir relativ weit hoch. Und hier unten muss dann alles ausgeleuchtet sein, ne? Nur so. Nicht, dass dann, wenn wir runterkommen, hier unten 1000 Monster hängen. Ein Ei! Ein Ei! Ich habe ein Ei gehört! Danke! Sogar zwei Eier, die haben gleichzeitig geploppt hier. Oh, toll. Ich habe mir aber kurzerhand überlegt, wir könnten doch eigentlich die Falle nach unten machen, also in die Erde, weil noch haben wir sowieso hier... Das wird nicht ewig funktionieren, aber noch können wir das locker machen. Aber wir könnten jetzt einfach hier... So. Eins, zwei... 3, 4. Oh, da ist eine Höhle. Und da ist schon ein Skelett. Hallo, Skelett. Kommt das hier? Hallo. Danke. Okay, das war easy. Was ist denn hier für eine Riesenhöhle? Ach, du Heilige. Ach, Gott. Ja, tschö. Mach's gut. Oh, warum jagt er sich in die Luft? Was zum Teufel ist da los? Oh. Okay, wir haben schon wieder mehr Platz. Wir machen da unten keine Monster-Farm, aber wir haben schon mal mehr Platz. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, wir haben wieder ein Ei und... Nein. Kommen wir jetzt an Wasser? Oh ja, minimal, ne? Aber das ist eigentlich ganz cool, weil dann können wir da unser Weizen anbauen und da wächst das 1000-mal schneller. Und wir können natürlich hier Samen. Gib mir Samen! Ich will ein ganzer Kerl sein! Was? Gut, keine Samen, ich darf nicht. Offensichtlich bin ich kein ganzer Kerl, aber ich brauche mal was zu essen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir hier runter und hochkommen. Ich glaube, es wäre... Warte mal, wir können doch... Warte mal. Okay, hier ist die Border. Dann gehen wir jetzt so. Guck mal. Wie gut ist das denn bitte? Hier kommt unser Lager rein und wir können halt gleich hier rumgehen. Ist ja mega gut. Ja, pass auf, dann machen wir das so, dass wir... in dem Gang quasi nach unten gehen. Und hier machen wir gleich ein kleines Feld rein. Hier ist ja Wasser, ne? Soweit wird das bewässert, alles gut. Dann können wir hier so ein bisschen, ne, so ein bisschen überdachtes Flussfeld oder so. Geil, ey. Endlich ein Feld, was wachsen kann. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen Holz holen. Dann müssen wir hier Falltüren hinmachen, damit das hier so... Oh, Eier. Ich bin am Start. Und guck mal, voll gut, dass ich es so gebaut habe, ne? Die werden nicht nass, die Tierchen. Ja, ja. Alles so geplant. Wieder kein Huhn. Oh.
Ich weiß, ich könnte jetzt runtergehen, natürlich direkt mein Feld größer knallen, aber ich will das gar nicht machen. Ich würde gerne gucken, dass ich das hier jetzt so, wie es ist, benutze, wie ich es brauche und dann wieder ein bisschen größer machen, also immer so im Wechsel, ne? Und jetzt würde ich hier gerne so, das so machen. Das wirkt sehr beengt, ich weiß, aber wir können ja den Gang hier auch einfach nur einen größer machen. So ist das doof mit den Falltüren, ne? Aber vielleicht können wir ja, pass mal auf, wenn wir so machen, ich will das mal gerade ausprobieren, wenn wir so und so machen, können wir doch trotzdem hier rauf und runter laufen. Da müssen wir nur mittig gehen, ne? Also jetzt natürlich nicht, aber so. Ja, dann passt das auch mit den Falltüren gleich wieder. Okay, wir brauchen mehr Treppen. Bienen? Ja, nice. Die lasse ich gleich da. Cool, haben wir Bienen. Erstmal direkt ein Lagerfeuer drunter setzen, ne? So. Und dann wieder zugemacht. Dann passiert denen auch nichts. Ja, cool. Wir haben Bienen. Ach, jetzt geht's nicht mehr, wenn ich so mache, ne? Das geht... Ah, okay, stimmt. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Das ist immer das Schöne, wenn man so gezwungen ist, sich neue Wege zu überlegen. Da kommt man immer auf neue Ideen. Und eigentlich finde ich das ganz cool. Ich würde es gerne so weitermachen irgendwie. Dafür müsste ich die Treppen jetzt andersrum drehen. Aber dann haben wir hier wieder so ein Loch. Das finde ich irgendwie... Oder? Warte mal. Wenn ich hingehe und ich mache so und so. Und hier Stufen. Dann... Komm. Das sieht super weird aus, aber es funktioniert. Okay, ich lasse es so. Und hier mache ich einfach noch hier Falltüren und hier, damit wir so ein bisschen Gangdeko haben. Wieder drei Eier. Komm schon. Oh, kein Huhn, toll. Und hier machen wir noch eine Falltür rein, damit das Loch zu ist und wir da nicht aus Versehen irgendwann mal reinfallen oder sonstiges. Das Blöde ist nur, dass die Bienen jetzt in meinem Eingang hausen, ne? Also hier, das ist ein bisschen schade, aber okay. Müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen in Zukunft. Ist es fertig? Das sieht fertig aus, ne? Ja, juhu! Oh, endlich. Oh, nur ein Samen. Oh, verdammt. Aber wir können jetzt Schafe vermehren. Hallo, meine Schafis. Gehst du wieder rein da? So. Sehr schön. Bienchen und Blümchen. Oder Hühnchen und die Blümchen. Na, Bienchen vermehren. So, bitteschön. Sehr schön macht ihr das. Ihr seid toll. Mit Babybiene. Aber jetzt können wir eigentlich auch in unserem Haus weiterbauen, ne? Gucken wir, wie ins Lager kommen und so. Und als Eingang hoffte ich ja, dass wir hier so ein bisschen weiter nach hinten gehen und dann reinkommen. Und jetzt bräuchten wir ein Eisen, damit wir eine Steinsäge machen können. Aber vorher haben wir 7 Eier. 1. Yes. 2. Yes. 3. 4. 5. Was? 7? 3 neue Hühner. Geil. Okay. Aber mal ab runter in die Höhle. Und erstmal gucken, was Creeper da kaputt gesprengt haben. Das war ja... Oh mein Gott. Hast du gesehen? Das ist alles auf. Okay. Ihr macht das, ne? Was ist denn mit den Creepern hier los? Das, weil Skelette die anschießen? Hier ist halt jetzt so übertrieben viel los, weil das ist die einzige Spawn-Area in der World Border, ne? Deswegen ist hier richtig viel los. Solange wir in der Nähe sind, spawnt natürlich nichts mehr. Aber wir müssen das erstmal beseitigen, was hier gespawnt ist. Ein Baby-Zombie. Ich hätte gern eine Kugel Vanilleeis und eine Kugel Erdbeereis. Kannst du eh nicht leisten. Geh nach Hause. Alter. Die Creeper sind ja hier mal völlig krank. Danke. Ich muss erstmal wieder weg. Aber wenn ich weggehe, dann spawnt hier halt wieder, ne? Das ist halt echt... Uff, wir müssen definitiv einmal ausleuchten, so gut es geht. Wie viel Glück kann man haben, ne? Eieieiei. So, hier sollte hier erstmal nichts mehr spawnen. Glaube ich. Aber wir haben da ein Eisen. Dankeschön. Da kommt auch noch Wasser. Genau. Das ist uncool, weil da ist noch ein Eisen. Das hätte ich gerne. Mal richtig schnell Kohle noch abbauen an der Leiter. Das dauert auch gar nicht lange. Nein, mein Feld. Oh, come on, Creeper. Och, nö. Wo kommt der denn? Oh. Wenn man unerwartet das Feld erweitert, ne? Also die Border. Oh Gott. Okay, erstmal weiter ausleuchten. Guck mal, ist noch einer. Ja, komm. Komm, was ist los? Du kleiner Schmollmund. Danke.
Also hat die Border jetzt noch nicht erweitert, ne? Ich muss den tatsächlich töten. Das weiß ich nicht, wenn ich den mal angehauen habe. Aber, Alter, guck mal, wie viele Tintenfische, weil das ist jetzt einfach die einzige Area für Tintenfische. Wie geil. Eigentlich dürfte man das Gebiet gar nicht mehr größer machen. Alles spawnt hier, alles funktioniert, alles easy. Ist ja geil. Jetzt muss ich natürlich nochmal neu anzüchten. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja jetzt ein paar Knochen. Das heißt, wir können schon mal... Tinti, warte. Oh, ich war zu langsam. Ich dachte, ich könnte ihm nochmal... Oh, jetzt spawnen die hier schon. Okay. So, la 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 la. Hey, Creeper, Mann. Jopp, sehr schön. Und jetzt schieß bitte auf den Zombie. Mann, ich will mein Gebiet nicht vergrößern. Du musst auf den Zombie schießen. Oh, noch eins. Ah, okay, jetzt gehe ich drauf. Da kommt ein Creeper. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja brutal, wenn hier einfach gar kein Platz ist. Oh, hör doch auf. Ich bin tot. Ich habe nichts zu essen. Ich habe nichts zu essen. Tschüss. Oh, verbrennt doch alle in der Sonne. Ey, was ist denn los mit euch? So, warte, ich kann mal hier gerade eine Werkbank machen und zumindest einmal Brot. Aua, Mann, die stehen direkt da oben an der Treppe. Was soll das denn? So, kleines Lagerfeuer. Und da müssen wir gleich ausleuchten. Ich würde mich wirklich gern versuchen, dass das Ganze hier nicht erstmal nicht größer wird. Lass mal gucken, ob wir es schaffen. Oh. Ja, geil. Okay, so geht's auch. Ich wollte ihn eigentlich unter die Füße buddeln, sodass er in ein Loch fällt. Aber das geht auch. Hallo, Schaf. Aber jetzt müssen wir uns unbedingt eine Schere machen und ein Bett, damit wir hier wirklich auch die Nacht durchschlafen können und so, weil sonst werden hier oben so viele Monster irgendwann auftauchen, weil es eben keinen Platz gibt außer hier. Außerhalb der Border kann nichts spawnen. Die Schafe sind hier gespawnt und rausgelaufen. Oh, ihr habt Honig, den nehme ich auch gleich, danke. Und jetzt stelle ich mein Bett hier hin und sage vielen lieben Dank. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.